Das passiert, wenn man unkonzentriert ist. Ich war einfach nur noch zu sehr beeindruckt von dem Preis, den wir für Cash bekommen haben. Ja gut, dann reiten wir das jetzt halt nochmal mit Shiro, damit wir den Daily Bonus bekommen für den ersten Platz. Ja, wie gesagt, dann holen wir uns die Stallerweiterung. Dann haben wir zwar nicht mehr allzu viel Geld übrig, aber das ist mir dann egal. Brauchen wir dann ja auch erstmal nicht. Dann haben wir ja wieder Beschäftigung, ne? Bis wir 8 Pferde haben. Da weiß ich auch erstmal nicht, ob ich dann so schnell den Stall noch auf 12 erweitern werde. Muss ich mal schauen, weil müssen wir da mal gucken, wie wir das machen mit dem Züchten. Ich weiß ja schon, dass ich irgendwann jetzt im Sommer auch die nächsthöhere Stufe, ich glaube, die Rare Horses sind, dass ich die jetzt irgendwann im Sommer freischalte. Bis dahin wird kein gekauftes Pferd mehr einziehen. Bis dahin werde ich schauen, dass ich ein bisschen züchte noch mit meinen Stütchen. Und ich bin sehr gespannt, wie Cash dann letzten Endes sein wird, wenn er austrainiert ist. Da bin ich super, super neugierig drauf. An dieser Stelle noch ein ganz, ganz dickes Dankeschön an meine VIPs. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung. Huch. Mach's gut, Sonne. So. Ja, aber knapp. Knapp. Also, wenn hier schon ein bisschen Ausdauer verbraucht ist, dann wird das schon ein bisschen haarig, ne? Ich muss über meine Ranch. Dann würde ich sagen, nehme ich, um zum Liam zu reiten, zum Zimmermann, nehme ich dann Remedy. Und dann können wir bei ihr oder mit ihr noch ein bisschen die Geschwindigkeit trainieren. So machen wir das. Bei Cash muss ich mal gucken. Ich weiß noch gar nicht, mit was ich bei ihm anfangen möchte vom Training. So, putzen muss ich sie nicht mehr. Das haben wir schon gemacht. Riverside Town. Ich muss jetzt quasi zweimal... Nee, ich muss gar nicht zweimal nach rechts. Ich muss mehr oder weniger geradeaus. Ja, genau. Da den Weg lang. Da muss ich lang. Da hinten die Brücke rauf. So. Aber ich finde es ja echt cool, dass Cash wirklich das Ebenbild von seinem Papa ist. Wie gesagt, so fällt es dann halt auch nicht so schwer, dass wir unser erstes Pferd verkaufen mussten, für das wir uns damals vor 2 Wochen zum Start des Spiels entschieden haben. Ich bin ja echt mal saugespannt, was mir auf YouTube jetzt geschrieben wird oder wann diese Folge auf YouTube kommt. Ich sage jetzt im Stream, es ist 2 Wochen her, dass das Spiel erschienen ist. Und ich bin super gespannt, wie gesagt, wann die Folge kommt. Das muss jetzt schon Mitte Juli sein. Es ist echt heftig. Ja. Also hier finde ich mich tatsächlich null zurecht in dem Gebiet. Da habe ich noch so gar keinen Überblick, wo ich wie hin muss. Oh, guck mal, hier ist Timothy Hay. So, komm mal mit. Hä? Oh nein, ich bin beim falschen Haus. Ich bin bei Liam zu Hause.
Aber er ist quasi auf der Arbeit. Okay, wir müssen noch ein Stück. Wie gesagt, ich, also dieses Gebiet hier, das Gebiet finde ich einfach nur mega verwirrend. Es ist total schön. Aber mir fehlt hier jegliche Orientierung. Das lasse ich jetzt da liegen, ganz ehrlich. Ich habe so viel Zeugs schon. Ich weiß jetzt schon wieder gar nicht, wo ich hinreite. Okay, die Richtung ist richtig. Wir reiten jetzt einfach mal querfeldein hier. Ach, da hinten ist das Haus. Ach, hi Liam. Shop. Grand Stable. 50.000. Purchase. Okay. 4.507 haben wir jetzt noch übrig. Haben wir noch irgendwas, was wir verkaufen können? Ja, momentan jetzt nicht so viel. Luxury Stable. 250.000. Alter. Tja. Guck mal, das könnten wir sogar noch uns leisten, das zweite Feld. Dann wären wir nur komplett blank. Aber ist ja im Endeffekt egal. Wir müssen gerade kein Geld für irgendwas ausgeben. Wir haben noch 57 Dollar haben wir noch übrig. Ich fasse es nicht. Ja, wie gesagt, ist ja egal, ne? Also momentan brauche ich das Geld ja für nichts. Sind wir mal ehrlich, wofür? So, sie hat noch 4% Potenzial. 42 Speed. Das ist schon ordentlich. Das ist schon ordentlich. Gut, aber ich denke mal, stellt euch mal vor, wir sind irgendwann bei den Experten-Turnieren. Also ich glaube, dass wir relativ fix das Geld sogar zusammenbekommen können. Ich glaube, das geht dann irgendwann relativ schnell. Also ich meine, ich weiß ja noch nicht, wie viel Geld die Turniere später bringen. Ich will es auch noch nicht wissen. Aber ich meine, was habe ich am Anfang gedacht? Boah, 50.000, bis ich die zusammen habe. Und jetzt ging es halt auch ziemlich flott. Weil wenn ich sehe, wie viel ich mit so einem Pferdeverkauf einfach auch an Geld machen kann. Das ist schon heftig. Heini Tiri. So, zurück auf die Range. Was haben wir denn jetzt? Immer noch 3%. Ja, komm, dann machen wir die 45% Speed noch voll. Das ist schon heftig. Also es ist auch nicht schlecht, wenn das Pferd wirklich so eine gute Grundgeschwindigkeit hat. Ich weiß es nicht, ob sich Speed generell auf die Geschwindigkeit auch im Renngalopp auswirkt. Wahrscheinlich. Ich kann mir vorstellen, dass es sich auf die Geschwindigkeit im Renngalopp auswirkt und auch auf die Geschwindigkeit hier im Arbeitsgalopp. Und Arbeitsgalopp ist natürlich auch gut, wenn wir dann eine erhöhte Grundspeed haben. Weil immer wenn die Ausdauer aufgebraucht ist, dann sind wir ja automatisch nur im Arbeitsgalopp unterwegs. Und das macht uns dann natürlich im Endeffekt deutlich schneller für die Turniere. So, jetzt müssen wir mal gucken. Da hinten sind die weiteren. Genau. So. Ich glaube schon, also am Turnier merke ich es sehr, wie Speeder die Zeiten verändert. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was wir da noch alles erleben. So, Barley Seeds. Und als letztes noch Milo. Düngen werde ich es jetzt nicht, weil das geht. Also momentan brauchen wir das nicht. Das geht schnell genug. Finde ich persönlich. So. Dann wollen wir doch mal schauen. Heute wird das Ganze kürzer sein, weil
ich A, später angefangen habe und B, meine Festplatte voll ist. Ich kann einfach nicht so viel aufnehmen am Stück. Milo, müsstest du düngen wegen der Jahreszeit. Ach, okay. Braucht Milo so lange zu wachsen? Ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet, wie lange braucht es denn? Alex, danke für deinen Follow. Danke sehr, danke sehr. Ach so, das wächst nur im Frühling und Herbst. Ach Gott. Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Ich habe ehrlich gesagt gedacht, dass sich irgendwas, was nur in einer bestimmten Jahreszeit wächst, dass ich das dann halt in den anderen Jahreszeiten nicht mal pflanzen kann. Deswegen habe ich da jetzt gar nicht drauf geachtet. Oh. Astolfo, danke für deinen Follow. Herzlich willkommen. Doch, das geht. Ist mir auch passiert, weil es ja dann den Dünger... Ah, okay. Also brauche ich dann einen speziellen Dünger oder irgendeinen Dünger? Aber das geht das kaputt, wenn es jetzt Herbst wird? Oder fängt das dann... Oder wird es dann halt einfach erst im Herbst automatisch wachsen? Eigentlich kann ich meine Sachen auch ruhig düngen, meine Pflanzen. Ich bin nur immer zu geizig dazu irgendwie. Geht kaputt. Na, ah, blöd. Immer noch 2% Potenzial. Ja, heftig. Guck mal, dann können wir Cash heute überhaupt nicht trainieren. Oh, krass. Oder wir trainieren heute Ausdauer und Springen bei ihm. Das könnte man natürlich auch machen. Dann ist die Energie ja relativ zügig auch verbraucht. Man kann auch mehrere Dünger auf ein Feld machen, ja? Das ist auch interessant. Ach ja, und wir können heute Cashew noch decken lassen von Shiro. Das wollte ich ja auch noch machen. Das darf ich nicht vergessen. Das darf ich nicht vergessen. Aber erstmal würde ich ganz gerne den letzten Punkt auf Speed noch bekommen. Mann. Das dauert ja. Meine Güte. Wie viel haben wir denn noch? 1%-Punkt. Oh, sie ist einfach so hübsch. Ich finde sie so bildschön. Doch, doch, haben wir ein schickes Pferd gekauft. Oh, da liegt ja noch ein Apfel rum. Hier liegt so viel rum. Oh, der eine Punkt, ne, der will jetzt aber auch echt nicht kommen. Es dauert ja ewig, Geschwindigkeit zu trainieren. Wenn ich das mit Springen zusammen trainiere, dann kommt mir das immer gar nicht so krass vor. Sag ich euch ganz ehrlich. Aber jetzt? Wahnsinn, guck mal, wir haben schon 5:30. Die Zeit vergeht wie im Flug. Du könntest ja dann noch direkt Remedy decken oder nicht. Könnte ich, möchte ich aber nicht. Weil ich beide starken Pferde für Turniere zur Verfügung haben möchte. Und ich möchte keine zwei Schecken miteinander verpaaren, weil dann kriege ich zu 100% wieder ein Schecken und das möchte ich nicht. Deswegen werde ich Shiro und Remedy nicht miteinander verpaaren. Allein auch aus dem ästhetischen Grund quasi. Ich weiß dann zwar nicht, was es für ein Schecken gibt, aber es würde ja definitiv wieder ein Schecken bekommen, wenn beide Schecken sind, ein Schecke werden. Und das möchte ich nicht. Schecken sind zwar cool, aber ich will nicht festgelegt sein quasi darauf, dass es wieder ein Schecke wird. So. Zack. Gut, dann decken wir jetzt erstmal und dann machen wir noch so viel mit Cash, wie wir nur irgendwie hinbekommen. Ein bisschen Zeit haben wir ja noch. Turniere brauchen wir ja nicht mehr reiten, aber ein bisschen was, da können wir können ja eh nur die Anfangsturniere machen, von daher. Ich kann mir die Demo nicht installieren, weil mir nichts angezeigt wird, okay. Das ist ja komisch, die sollte eigentlich noch drin sein, oder? Hi, Eveline.
Guck, direkt schon vorausgewählt. Cashew und Shiro. 37 Speed und 39 Speed. 26 und 37. 33 und 48. 26 und 41. 83%ige Chance, dass es heute klappt. Ja, gucken wir mal. Habt Spaß. Seid fruchtbar und mehret euch oder so ähnlich.